Hi, hier ist Yannick und das ist Vlog 2 aus San Diego. Das Studium läuft bisher sehr gut. Zwei Fächer sind bisher abgeschlossen: Intercultural Communication und Economics. War auch alles machbar, war sehr, sehr cool, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und momentan beschäftigen wir uns mit Business Planning, bevor es dann im Dezember mit Marketing weitergeht. In San Diego haben mir in letzter Zeit besonders Point Loma, La Jolla und Mount Soledad gefallen. Die Strände in La Jolla sind wirklich sehenswert und selbst Seelöwen sind überall zu finden. Also wirklich überall. Man geht da zum Strand und kann, glaube ich, bis zu 1 Meter an Seelöwen rangehen. Das ist echt schon eine coole Erfahrung. Sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Auf dem Mount Soledad sowie am Point Loma hat man einen unbeschreiblichen Ausblick über San Diego. Man sieht da, ob man morgens da ist oder abends, die coolsten Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und die Stadt, wenn sie leuchtet, das sieht einfach so krass aus. Richtig, richtig cool. Was habe ich sonst so gemacht in letzter Zeit? Ja, da ich Musikmanagement studiere und auch selbst Musik mache, wollte ich unbedingt nach Los Angeles. Und bisher war ich 4-mal dort und es war jedes Mal ein Highlight. Ich hatte das Glück gehabt, verschiedene Musiker zu treffen, die mich dann durch LA geführt haben und mir Spots gezeigt haben, die ich alleine niemals besucht hätte, geschweige denn gefunden hätte. Von richtig coolen Bars bis hin zu geilen Locations, wo richtig coole Konzerte waren. Und ja, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich in Los Angeles sein werde. Für die nächste Zeit plane ich gerade einen Roadtrip nach Las Vegas. Vielleicht einen Tag, vielleicht auch ein ganzes Wochenende. Mal schauen, ist gar nicht so weit weg, man fährt circa 5 Stunden. Im Januar folgt dann Vlog 3, also nochmal das Abschlussgespräch, wie es mir hier gefallen hat. Bis dahin, ciao.